drücken. Na, du kleiner Gespenstermann, wie sieht's denn aus hier? Alles easy? Meine lieben Leute, seid mir ganz recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier von mir auf dem Kanal von Speakin 45. Wir sind in Amerika, in New York City, um genau zu sein, wo ich gewesen bin vor sehr, very, very langer Zeit. Und, well, dieser Film von dieses wunderbare Spiel ist ein absoluten Highlight. Liebe Leute, ich heiße euch ganz recht herzlich willkommen zu Ghostbusters! Ja, meine lieben Freunde, ich habe mir seinerzeit dieses Jahr zu Weihnachten selbst was geschenkt, nämlich dieses wunderbare Spiel. Und ich bin ehrlich, ich habe es schon durch. Allerdings, das ist schon ein bisschen her und also mindestens, ne, also seit Weihnachten, ne, und ja, ich weiß auch nicht, es ist so, ich habe mir gedacht, das Ding muss ich einfach zocken, das muss ich let's playen, weil ich bin ein riesen Ghostbusters Fan, ein Geisterjäger. Wir kommen ja gerade von Dracula, liebe Leute, ne, und da gibt es ja auch ein paar übernatürliche, und hier, das kann man gar nicht vergleichen. Dieses Spiel ist einfach grandios, meine lieben Leute. Die Grafik ist vom allerfeinsten. Es ist so, als würde man im Film selbst mitspielen. Ich bin, ja, wie ein kleiner Junge, wie ein Spielkind halt, bin ich da durchgerannt und ich habe jede Sequenz genossen und das war toll. Ja, es sind ein paar Sachen, die ich jetzt hier mal machen muss. Ich muss ganz kurz mal hier auf Optionen gehen. Denn es ist so, bei Audiografik ist es so, dass man, hier sieht man eine Grafikkarte und die, warte mal, Untertitel da. Die stellen sich leider jedes Mal wieder an. Und die Untertitel nerven. Ich meine, Untertitel kann man machen, muss man nicht machen. Ich mache das für gewöhnlich sowieso nicht mit Untertiteln. Und jetzt bei diesem Spiel nerven sie ganz besonders. Und insofern lassen wir die auch auf jeden Fall aus. Ich hoffe, ich denke jedes Mal dran. Das kann passieren, weil im Fieber dann, ne, vergisst man es mal beim Start, dass man's, weil man muss es wirklich jedes Mal deaktivieren, sonst geht's nicht. Gut, Ghostbusters. Liebe Leute, es ist wunderbar. Es ist tatsächlich, es sind die echten Ghostbusters mit den echten Originalstimmen. Es ist einfach grandios, ne? Die Original Bill Murray, ne? Dan Aykroyd und, wie ist der andere? Harris oder so? Ich weiß nicht, der ist leider, glaube ich, auch schon tot. Das ist mit den Stimmen. Ich werde versuchen, wenn die sich gegenseitig unterhalten, und die unterhalten sich gelegentlich mal ein bisschen öfter, dann werde ich versuchen, das Maul zu halten, weil ich einfach diese Konversation so geil finde, ne? Und so genial und so, ne? Ach, dann bin ich echt im Ghostbuster, ne? Also den ersten Film kann ich, glaube ich, fast mitsprechen. So oft habe ich den gesehen, weil ich den einfach totally geil finde. Beim zweiten wird es ein bisschen magerer. Der Film ist okay, hat mich jetzt, ne, nicht wirklich von den Socken gehauen, aber es waren halt die Ghostbusters, insofern musste ich mir den natürlich auch ein paar Mal geben. Allerdings, ne, wie gesagt, der erste ist für mich, ne, hört mal, ich glaube, ich riech was, ne, das ist einfach, das ist, ne, Ray, ne, und, ach, das ist einfach so wunderbar, und ich möchte jetzt, steht ja auch im Titel Facecam, ne, und, ich schalte die Facecam erst gleich rein, wenn das Intro durch ist. Teil des Intros habt ihr im Trailer schon gesehen, wenn ihr den Trailer gesehen habt. Und ich will jetzt nicht lange weiter rumquatschen, das tue ich jetzt schon lange genug. Wie gesagt, ein riesen Ghostbusters-Fan wird jetzt hier dieses Spiel mit euch spielen. Karriere. Wir werden eine neue Karriere starten, bitte sehr. Wir nehmen leicht. Liebe Leute, das ist ein ganz einfacher Grund, warum ich leicht nehme, auch wenn ich es schon gespielt habe. Das Spiel hat teilweise nicht ganz so perfekt gesetzte Speicherplätze. Das kann dann sein, wenn man auf einem irgendwo failt, dass man dann tatsächlich eine ziemlich lange Sequenz nochmal neu spielen muss. Das könnte man dann zwar schneiden, aber ich möchte lieber versuchen, so in einem gut durchzukommen. Beziehungsweise, das auf leicht, das ist, also, bin ich böse. Ihr wisst, ich bin darüber hinaus ein Gamepad-Ligastheniker. Insofern, ich spiele das mit meinem Gamepad, aber glaub's mir, leicht ist die beste Option, damit wir alle viel Spaß in der Sache haben. Es gibt hier auch ein paar Sachen, die man suchen und jagen kann. Rekorde möchte ich nicht aufstellen, aber ich möchte schon einiges machen. So, ich gehe mal jetzt hier auf leicht, ne, erlebe die Geschichte und erledige ein paar Geister. Das machen wir, wollen vor allem die Story erleben. Wir wollen die ganzen Geisterjäger, ne, Ray und ach, das ist so wild. Ich quatsche es nicht mehr lange, wir machen jetzt das Intro. Liebe Leute, viel Spaß. Dann komme ich dann gleich mit Webcam wieder und das war eine Drohung. So, wissen wir, machen wir. Durch merkwürdige Geräusche mitten in der Nacht beunruhigt? Erleben Sie Angstgefühle in Ihrem Keller oder auf Ihrem Dachboden? Haben Sie oder Ihre Familie jemals einen Spuk oder ein Gespenst gesehen? Wenn die Antwort ja lautet, warten Sie keine Minute. Nehmen Sie Ihr Telefon und rufen Sie die Profis! Rufen Sie die Geisterjäger! Wir sind immer bereit, Ihnen zu glauben!
Franchises bald verfügbar. Rufen Sie an. Oh! Russell, hey Mann, bist du bei... Ostflügel? Yep. Bei der Großausstellung? Ja, warum? Da ist etwas auf dem Weg zu dir. Moment. Ich höre was. Ich werde mal nachsehen. Willst du was echt Gruseliges hören? Ich habe was über Shandor gelesen, der Typ, der den meisten Gloser-Kram gestiftet hat. Er war ein Okkultist, übernatürlicher Kram und so. Abgedrehter Typ. Ah! Warum reden wir nicht mal darüber? Irgendwann mal. Ah! Hey, Sie dürfen nicht hier rein! Stopp! Erscheinung, Poltergeist, Phantom, Geist, Banshee, Dämon, Gespenst, gequälte Seele, oder? Was? Nein! Wir beschwören und fangen keine toten Angehörigen, damit sie nach der Safe-Kombination fragen können. Ja, gleichfalls, Kumpel. Gleichfalls, Kumpel. Da wollte einer die Kombination wissen und, ja... Das ist ein wunderschönes Logo, ich liebe es in jeder Beziehung. Das lehrt jetzt zwar eine Runde, aber mit diesem Ladescreen kann ich absolut leben, meine lieben Leute. Und Hey, der neue Kadett! Ja. Willkommen an Bord! Das könnte etwas gefährlich werden. Toll, Gefahr ist unser Leben. Wir beginnen mit 50%, das sollte Brand- oder Gewebeschäden auf Minimum halten. Hey, zum Gewebeverbrennen nimm den Neuling. Auf keinen Fall, Ray. Auf den läuft doch unsere Hypothek. Schätze, er hat recht. Wie heißt du nochmal, Kumpel? Keine Namen, Ray. Ich will keine emotionale Bindung. Nur für den Fall, dass... Du weißt, was dem Letzten passiert ist. Er ist eingestellt und bereit. Das könnte etwas kribbeln. Gut. Wir haben ein umfassendes, hartes Trainingsprogramm, das dir die Grundlagen der Ausrüstungsgegenstände nahebringt. Es dauert, Meisterfertigkeit zu erreichen, aber es ist definitiv die Mühe wert. Waren wir das? Ich glaube nicht. Ray? War wohl eine Art vom Psi-Energieimpuls. Substanziell eine signifikante zentralisierte nekromantische Konvulsion, Klasse 7 oder höher. Genau, wir müssen die EMF-Werte überprüfen. Ich weiß die Antwort, aber ich frage trotzdem. Ist ein Klasse 7 was auch immer schlecht? Oder sehr schlecht? Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen... Eine 7, richtig? Sagen wir einfach, wir haben bald viel zu tun. Und das ist nicht die gute Art von viel zu tun, richtig, Ray? Vorsicht! Slimer ist wieder entkommen! Nein, warte! Komm zurück! Okay, meine lieben Leute! Pardon, ich werde jetzt mal ganz kurz die Facecam aktivieren. Ein und weg, bitte, das könnte es ein bisschen ruckeln. Liebe Leute, Moment bitte! So, kann sich nur noch um Stunden handeln, so... Ich glaube, da sind wir drin und jetzt... Hallo? Wuppdiwappdi, ich glaube, ich hoffe, da bin ich, ne? Ihr seht mich jetzt, ne? Hallo, ich bin ein Geisterjäger, jawohl, ich bin ein Geisterjäger, ich bin, oh, boah, Folge Egan und Ray. Ja, meine lieben Leute, ne, das ist, ich weiß gar nicht, was ich sage. Bewegung! Naja, nun lass mich immer hier ein bisschen was quatschen, Alter, du habt jetzt eure Show gehabt, jetzt bin ich dran. Ich wollte immer schon bei den Geisterjägern mal gucken und so, das ist, ach, man kann sich jetzt hier alles angucken, das machen wir auch mal, wir sind der namenlose Azubi. Und seht euch dieses wunderbare Pack hier an. Oh, das ist einfach gigantös. Das ist, das werden wir auch interagieren. Ah, ich glaube, da kann man, genau, da kann man, glaube ich, AWs ab. Du verpasst eine Gelegenheit. Ja, aber die läuft nicht weg. Pass mal auf, Kollege, das dauert alles ein bisschen länger, ne? Und das ist alles geskriptet. Ich bin ja der Boss jetzt aktuell. Machen wir mal auf Interaktion, Baby. Neue Nachrichten. 7 vorhanden.
Okay, der spult noch richtig zurück. Ah ja. Ein Notfall! Bitte rufen Sie mich sofort zurück! Vor meinem Fenster fühlen mehrere Slimer Geister an meinem Müll! Nach. Die sehen wie Langstreicher aus! Ja, ohne Nummer kann ich dich nicht zurückrufen, Kollege. Gut, also man kann sich dann die Sachen hier anhören. Hier ist ein schön, können wir ein bisschen Pool spielen? Ne, können wir wahrscheinlich nicht. Aber schaut mal, wir sind in der Geisterjägerzentrale. Ghostbusters, ist so wunderbar. Ich feiere auch diese Grafik, ne? Das ist einfach in HD, das ist toll gemacht. Da geht noch eine Leiter hoch. Laut Handbuch für Angestellte gehst du allen signifikanten Alarmmeldungen nach. Ja, aber jetzt will ich erstmal hierbei, ne? Und Ray, Baby Ray, Alter, ne? Das ist Ray. Das ist was? Moment, ich muss mir jetzt Ray angucken, wie er da am Zocken ist. Was spielt denn der da? Ah, irgendwie ist das Invader oder irgend so ein Scheiß, ne? Was steht da drauf? Monstrosity X. Okay, Monstrosity X. Können wir ausspielen? Oh, du bist zu beschäftigt, was? Ja, im Moment gucke ich mir alles an. Okay. Ja, pass mal auf. Wir machen das. Oh, die Rutsche. Ich wollte schon immer diese Rutsche runterrutschen. Jetzt können wir diese Rutsche runterrutschen. Aber wir gehen jetzt mal kurz weiter gucken. Das ist lieb, Leute. Ich bin wie ein Kleider. Da ist noch eine Rutsche. Ich höre hier was. Ich meine. Ich hoffe übrigens, dass ich die Sounds gut abgemischt habe. War ein bisschen tricky, weil einerseits. Bewegung! Alter, pass mal auf, ich bin jetzt hier noch was am Labern. Wir gehen ja gleich hier schnetzeln. Na, Slimer ist abgehauen, ihr habt das gesehen. Na, auch hier eine. Pass mal auf, okay, dann. Ich möchte mal diese Stange. Interagieren. Ja, wir rutschen jetzt. Okay, Ray scheint ein bisschen Scheiß und Pech gehabt beim Spiel. Oh, ja, wir kommen gleich. Oh, die Sekretärin. Hallo, Baby. Jenny. Oder hieß sie Jenny, ne? Jenny, genau. Du Jenny. Verpasst eine Gelegenheit. Ja, das haben wir schon gehört. Jenny, ne? Ich lese sehr viel. Was ist Ihr Hobby? Gedrucktes ist tot. Dr. Egon Spengler, ne? Aber was haben Sie für Hobbys? Sie sammeln Grünspannsporen und Schimmelpilze. Ich liebe die Ghostbusters. Liebe Leute, bitte. Ah, das ist der Typ aus dem zweiten Teil. Interagieren. Noch 1000 weitere Fehlschläge und ich habe genügend negative Energie, um in die Welt der Lebenden zurückzukehren. Du bist ja ganz schön gefährlich. Pass mal auf, Ray. Ich mag dich total. Ne? Ich bin also ein großer Fan von Ray, ne? Aber ich bin jetzt hier gerade mal angekommen. Ich muss mich hier. Ist das Ecto? Liebe Leute, das Ecto. Ecto 1. Ah, wie wunderbar. Wie wunderbar, schön sauber. Sie hat so schön poliert, extra für uns gewaschen, liebe Leute. Extra laut Handbuch für Angestellte gehst du allen signifikanten Alarmmeldungen nach. Ja. Wankman, Spengler und Zeddemore. Das ist, glaube ich, Wilson, ne? Wilson ist, der ist ja damals erst später dazu gekommen. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal ein paar Gespenster erledigen, okay? Den kleinen, wie ist das? Das ist Slimer, ne? Den, das ist... Okay, jetzt gibt's eine Katze. Da ist er ja. Komisch, die Sperreinrichtung zieht ihn irgendwie an. Er ist davon fasziniert, seit du den Bildschirm an die Einheit angeschlossen hast. Okay, ganz langsam jetzt, Kadett. Ich sage dir, was du tun musst. Errege seine Aufmerksamkeit mit dem Protonenstrahl. RT ist ein Sprengstahl. Das ist Jungs, seid ihr sicher, dass ich das machen soll? Ja, Ray geht schon mal ein bisschen in Sicherheit. Ja, Egon bleibt da. Na gut, dann rege ich jetzt mal ein bisschen seine Aufmerksamkeit. Liebe Leute, wir erregen jetzt Aufmerksamkeit. Hey, Slimer, Baby! Die Sperreinrichtung. Das ist sehr empfindliche Ausrüstung, die du da desintegrierst, Kumpel. Ups, du hast einen rausgelassen. Mein Fehler. Ich habe heute Nachmittag die Interdimensionaldichtung fein abgestimmt. Ich werde das reparieren. Ihr zwei bringt die Geister zurück. Wir bringen die Geister zurück. Okay. Wir zwei bringen die Geister zurück. Ray, ich weiß nicht, es war schwupps einfach da. Was, Ray, war schwupps einfach da? Ich habe versucht, an die harmloseste Sache der Welt zu denken. Ah, das sind die Fallen. Cool. Der allseits bekannte und beliebte Marsch. So, ihr seht, ich kann das Ding tatsächlich fast auswendig. Er ist ins Untergeschoss gegangen. Ja, ich will aber hier gucken, Alter. Los, Kumpel, es gibt Arbeit für dich. Ah, da ist so ein Wenn man sich richtig vorbereitet, ist Slimer harmlos. Mehr oder weniger. Bei dem anderen bin ich da nicht so sicher. Ja, okay. Gut, also schnappen wir sie uns. Ja, wir schnappen sie uns, okay. Oh, keine Sorge wegen der Sperreinrichtung. Beim ersten Einsatz des Protonenstrahls übertreibt man gern mal. Egon repariert das im Nu. Ja, ich hab ganz leicht nur drauf getippt, Alter. Das war nichts mit übertreiben und so. Ich hab ganz leicht nur angetippert. Also, zunächst mal, bevor die Sache ernst wird, machst du dich besser mit deinem Protonenpack vertraut. Es kann dein bester Freund im Einsatz sein. Okay. Alles, was du wissen musst, wird auf dem Pack selbst angezeigt. Das hier zeigt dir deinen körperlichen Zustand an. Je grüner der Balken, desto mehr Schaden steckst du weg, ohne dass es dich von den Füßen haut.
Dieser Balken zeigt die Hitzestufe deines Packs an. Wenn er oben ankommt, solltest du das Pack belüften, damit es sich nicht abschaltet und zurücksetzt. Das Fangen eines Geistes ist im Grunde recht einfach. Wir unterteilen es in drei Schritte. Beschießen, festsetzen und einfangen. Erster Schritt, Geist beschießen und seine Energie erschöpfen. Hey, Ray. Ray, ich bin ein totaler Fan von dir. Ray. Hallo, Ray. Krieg ich ein Autogramm, wenn wir das Spiel durch haben? Ray. Okay. Das wird er mir mit Sicherheit geben. So, pass mal auf. Okay. Er hat hier Speerspiel. Ah, okay. Speerspiel, das ist okay. Der haut dauernd ab. Slimer. Hallo, Slimer. Ich hab mich verlaufen, so pass mal auf. Mach das nochmal! Siehst du die Einblendung bei dem Geist? Sie zeigt die aktuelle Höhe der PKE eines Geistes. Je mehr du davon auflöst, desto schwächer wird er. PKE. Ja, ja, oh. Hey, Slimer. Das Pack kommt in den... Oh, wir haben Slimer verloren. Da ist er! Und ich dachte, Slimer wäre eklig. Ey, der hat mich angebrotzt! Okay. Wenn du mich nur einmal ankollerst, Alter. Du hast es gut besorgt. Nächster Schritt, festsetzen. Du kannst einen Sperrstrahl, auch Schubser genannt, manuell mit dieser Steuerung projizieren. Das Pack stellt aber auch selbst fest, ob ein Geist ausreichend geschwächt ist und schaltet automatisch auf Sperrstrahl um. Los, rein mit dir! Wirf einen Sperrstrahl auf diesen Schleimbeutel. Okay, Sperrstrahl. Der hat mich schon wieder angerotzt, dumme Sau! Ich muss lüften, okay? Fantastisch, genau! Sobald sich der Geist in deinem Sperrstrahl befindet, lädt sich die Schmetteranzeige langsam auf. Um das Aufladen der Schmetteranzeige zu beschleunigen, schubst du den gefangenen Geist herum oder kämpfst gegen ihn an. Das geht so. Beobachte den Geist. Wenn er in eine Richtung strebt, ziehst du den Strahl schnell in die andere. Versuch es mal. Gute Arbeit. Wie gefällt dir das, du schleimige Wurstpelle? Ein paar gute Schmetteraktionen brechen den Widerstand so gut wie jeder Entität. Schmettere ihn herum. Ja, ich schmetter. Brutal. Wir haben doch deinen Hintergrund durchleuchtet, oder? Jetzt können wir mit dem Einfangen weitermachen. Du brauchst einen Platz, um das Ding einzusperren. Okay. Drücke X, um meine Falle aufzuwerfen. Wirf deine Falle aus. Hab ich. Genau richtig. Siehst du den Signalstrahl der geschlossenen Falle? Ja, ja. Er hilft dir, sie getümmelt zu finden. Kommt ein tankbarer Geist in die Nähe, öffnet sich die Falle und projiziert einen Fallenkegel. Zieh deine Beute einfach in den Fallenkegel. Die Falle übernimmt den Rest. Gut, toll. Und jetzt dahin. Wenn du nach links, ziehst du nach rechts. Unser erster Sehr Geist. Schön, Kadett. Du scheinst Zukunft zu haben. Ich weiß. Oh, und vergiss nie, deine Falle wieder einzusammeln. Okay. Hast du sie erwischt? Zu 50%. Slimer ist ausgebüxt, aber unser Kadett hat seinen ersten erwischt. Ein echt fieser Kunde. Oh, und du musst vorsichtig sein, was das Kreuzen der Ströme angeht. Mit anderen Worten, du lass es. Niemals. Lass Im es. Ernst. Sticht auch wie der Teufel. Ja, ja. Lass es. Kreuzen der Ströme, ganz gefährliche Sache. Hey, warum bekommt dieser Typ all den neuen Kram? Er ist unser neuer Experimentalausrüstungstechniker. Und auch noch einen coolen Titel. Das bedeutet, dass er mit ungetesteter, extrem gefährlicher Ausrüstung herumläuft, die einen bis nach New Jersey blasen kann, wenn man nicht richtig damit umgeht. Oh, das ist der Typ, der unsere äußerst gefährliche Prototyp-Hardware herumschleppt, die einen eventuell bis nach New Jersey bläst. Danke, behalt den Titel, Kumpel. Okay. Er passt gut zu dir. Mhm. Okay. Scooter, wir müssen weiter, auf geht's. So, geh zum Ecto 1, wenn du bereit bist aufzubrechen. Ich will aber noch mit Jenny quatschen. Hi Jenny, mein Freund. Meine Süße, meine was ist das? Hallo? Kann ich mit dir interagieren? Jenny? Hallo, Geisterjäger? Hm? Einen Moment bitte, ich hol mir mal eben was zu schreiben. Okay, bei Jenny dauert es wahrscheinlich länger. Hat was gemacht? Was hat's gemacht? Wann ist das passiert? Ja, das würde ich aber auch mal gerne wissen. Ich kann einen Termin eintragen. Termin. Wir gucken jetzt erstmal hier ein bisschen. Oh, thank you, Ghostbusters. From Mr. South in second glittes. Hier, ne, das, ne? Bill Murray, ne? Ach, da sind da oben alle drei Geisterjäger. Noch vom ersten Teil, glaube ich, ne? Saved. Ah.
Ist eine richtige Wall of Fame hier. Da, das ist der Böse vom Bild. Das ist Slimer da unten, ne? Wunderbar, wir dürfen jetzt Ecto 1 fahren. Das ist einfach wunderbar. Ha. Ne, mit der habe ich schon interagiert. Die will ich nicht mehr. Okay, also hier hängt unsere Falle, ne? Da links, ne? Oh, bald daneben klingelt aber etwas. Was ist hier da was am Zocken? Guck mal. Ah, ich glaube, die ist auf Spielkind 45, Kanal. Ich glaube, die ist auf Geisterjäger, was können wir genau, für sie tun? Sie telefoniert zwar brav für die Geisterjäger, aber sie... Okay, sollen wir jetzt mal interagieren, Freunde? Sollen wir unseren ersten Auftrag, das ist... oder sollen wir das in der nächsten Folge machen? Ich glaube, wir machen das mal... Oder wir machen das jetzt noch. Wir interagieren jetzt, liebe Leute. Das ist die erste Folge, ne? Das ist... ich habe ja auch ein bisschen gequatscht. Das mache ich ja immer beim Anfang an des Let's Plays, ne? Und wir interagieren jetzt. Wir fahren das mal in Ecto 1. Ecto 1. Wohin, Ray? Zum Sedgwick Hotel. Dahin geht die kleine Knolle zuerst. Genau. Zum ursprünglichen Manifestationspunkt. Wir haben da ein echt gutes Buffet. Das hier ist gut. Sobald Winston aus der Oper zurückkommt, lade ihn doch ein, uns zum Essen im Sedgwick zu treffen. Hey, du da. Es geht los, Kumpel. Heute trainieren wir im echten Einsatz. Mach nicht zu viele Wahrzeichen Manhattans kaputt. Das ist unser Job. Ghostbusters. Who you gonna call? Who you gonna call? Ghostbusters. Deleten Didi. Billy Beep. Oh, liebe Freunde, ihr glaubt nicht. Ich habe echt so viel Spaß. Ne? Ich bin halt ein echter Ghostbusters-Fan. Ah, und die Grafik ist echt und vor allem auch das Pack, wie das hinten leuchtet. Das ist einfach. Dieser eklige grüne Plumpstropfen verbreitet im 12. Stock wieder Chaos. Ich verlange eine Rückerstattung. Sofort! Sir, lesen Sie das Kleingedruckte auf der Rechnung. Den Rechnungen. Richtig, Rechnungen. Sie werden sehen, Ihre Neuspukgarantie ist bereits abgelaufen. Sie hätten den erweiterten Servicevertrag abschließen sollen. Na, hast du das jetzt verstanden? Erweiterter Service? Das sind interessante PKI-Ausschläge. Die Störungen sind anscheinend nicht nur in der 12. Etage. Okay. Ich würde mich gerne noch ein bisschen mehr im Gebäude umsehen. Okay. Gut, finde raus, was du kannst. Dieser kleine grüne Knubbel sollte uns nicht allzu viel Ärger machen. Ja. Ich jetzt auch. Ich bin jetzt auch dabei bei der Truppe, Alter. Wow. Ja. Guck mal, geh mal meinen Pelk an, Alter. Das ist Zimmer? Ganz schön cool, ne? Wir gucken uns erstmal ein bisschen um, das ist es. Also, tja, ne? Wir haben jetzt sogar eine Ex-Suite. Ehrlich? Was an diesem Stockwerk jagt mir Schauder über den Rücken. Och, das tut mir aber leid. Das ist aber ein schönes Weinchen hast du da. Das ist, na Jungs, alles easy, Mädel. Aha. Ich würde das gerne einschicken. Ich fürchte, wir sind voll ausgebucht, Sir. Das war schade. Das höre ich ungern. Haben Sie eine Reservierung für heute Abend bei uns? Nicht direkt, aber wir machen uns eine. So, pass mal auf. Das ist, Welcher sind Sie nochmal? Ja, das ist, ja, Alter, Geisterjäger, ne? Ich bin hier voll, ne, und so, ne? Na gut, okay. Folge Peter und Ray. Okay. Na, hallo. Sie sind jetzt in Sicherheit, Miss. Die Geisterjäger sind hier. Weg da, Sie Loser! Verschwinden Sie! Diese Masche wirkt selten bei mir. Ich zeig dir später, warum. Davon bin ich überzeugt. Aha. Gut, dann, Baby, wir gehen da jetzt mal rein. Ja, ich meine, Slimer ist ja der erste Geist, den in diesem Hotel damals da gefangen also haben. Mach dich bereit. Ja. Dr. Stans, wärst du wohl so nett? Mit Vergnügen, Dr. Venkman. Das ist Teil des neuen Vertrages mit der Stadt. Okay. Protonenpacks bleiben in stark belebten Bereichen aus. Und in Innenräumen. Das minimiert die Haftung der Stadt und genügt der Verfügung, die das Zimmermädchen gegen uns hat. Da schießt man mal einen Protonenstrahl auf jemanden und schon wird man verklagt. Das ist er! Genau wie im ersten Teil. Toll, jetzt haben wir noch einen Kläger. Ja, man kann nicht genug Kläger haben. Ach komm schon, Ray. Ich bekomme jedes Mal eine Packung grünen Schleim ab, wenn der kleine grüne Typ abhaut. Das ist wohl wahr. Dabei kennt er mich nicht mal gut genug, um mich zu hassen. Ja, schaut euch das an. Das hat Peter eben, das ist, meine lieben Leute, diesen kleinen grünen Schleimer, ne, den holen wir uns in der nächsten Folge. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze macht euch Spaß. Ich liebe es. Ich bin total verliebt in das Spiel, muss ich sagen. Die Grafik, auch vor allen Dingen die, ich versuche halt echt oft die Fresse zu halten, wenn die sich unterhalten, weil ich die Dialoge einfach auch Venkman. Ich liebe die Stimme von Venkman, ne? Und von Ray und ach, das ist wunderbar. Liebe Leute, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und vorbei, wie gehabt in diesem Sinne. Ab.
ab in die Rinne, Freunde. Halt euch wacker. Ciao, ciao, sagt euer Geisterjäger. 45. Ciao, ciao.